Ja, nachdem wir uns in diesem Kapitel ja schon recht ausführlich vor allem mit IP beschäftigt haben, wollen wir zum Abschluss zumindest nochmal einen kurzen Blick auf die drei anwendungsorientierten Schichten, nämlich 5 bis 7 im OSI-Modell werfen. Also die Schichten auf der Schicht 5, die Sitzungsschicht, auf der Schicht 6, die Darstellungsschicht und auf der Schicht 7 eben die Anwendungsschicht. Und wenn Sie sich mal zurückerinnern an unser TCP-IP oder DoD-Modell, was ja ein paar weniger Schichten hat als das OSI-Modell, da werden eben auch genau diese drei Schichten zusammenhängend gesehen. Die sind also zusammengefasst und letzten Endes werden sie eigentlich in diesem Zusammenhang auch jeweils dargestellt. Und wir schauen uns jetzt nochmal genau an, was passiert eigentlich auf diesen Schichten, wofür werden sie eigentlich genau benötigt, auch anhand eines kleinen Beispiels nochmal. Wenn wir von anwendungsorientiert sprechen, da steckt ja schon so ein bisschen drin Anwendungen. Und genau diese Anwendungen sind eben das Entscheidende, was auf diesen drei oberen Schichten im OSI-Modell geschieht. Und zwar haben wir dort verschiedene Anwendungsprotokolle, zum Beispiel sowas wie Telnet, sowas wie FTP, sowas wie HTTP, also verschiedene Anwendungen, die eben auch auf bestimmte Anwendungsprogramme zugreifen, die dann letzten Endes wieder die Schnittstelle zum Nutzer darstellen. Diese Protokolle, diese Anwendungen, die wir also auf den oberen drei Schichten laufen haben, sehen wir auch nochmal hier in diesem Schaubild. Das ist nämlich letzten Endes die Einteilung unseres TCP-IP-Modells, also oben die oberste Schicht, dann die drei darunterliegenden Schichten mit IP als zentralem Punkt in diesem Modell und TCP und UDP, die eben letzten Endes ja die Schicht 4, die transportorientierte Ebene in unserem Modell darstellen. Wenn wir jetzt schon sehen, in der obersten Schicht haben wir eben unsere verschiedenen Anwendungsprotokolle, unter anderem so etwas wie SMTP, das Simple Mail Transfer Protocol, oder auch POP3, das Post Office Protokoll in Version 3. Und genau die beiden wollen wir uns jetzt mal rauspicken als Beispiel für eine Kommunikation auf den oberen drei Schichten im OSI-Modell. Wichtig ist, sämtliche Anwendungsprotokolle basieren entweder auf TCP oder auf UDP, auf der Transportschicht. In diesem Fall, bei einem Mailversand, ist es eben TCP und wir haben dort die TCP-Ports 25 für SMTP und den TCP-Port 110 für POP3. Alles, was danach dann passiert, also auf den drei über der Transportschicht liegenden Schichten, das sehen wir eben jetzt auf der Schicht 5, das ist ja die Sitzungsschicht, da haben wir eben alles das, was mit der Verbindung, mit dem Verbindungsmanagement zu tun hat. Also den Verbindungsaufbau, also die Kontaktaufnahme zum Beispiel zu unserem Mail-Server, das Verbindungsmanagement, wo es also darum geht, wie wird diese Verbindung gehalten, wie wird diese Verbindung abgewickelt. Und letzten Endes natürlich auch wieder der Verbindungsabbau, also die Abmeldung von unserem Webserver, wenn die Kommunikation quasi erledigt ist. Auf der Schicht darüber geht es um die Darstellung, deswegen eben auch Darstellungsschicht, also die Schicht 6. Da geht es um die Darstellung der Daten, also werden sie korrekt kodiert. Wenn ich eine Mail im ASCII-Format abschicke, wird sie eben auf der anderen Seite beim Empfänger durch das OSI-Modell auch wieder im ASCII-Code dargestellt. Aber auch sowas wie die Formatierung der Daten, soll heißen, habe ich zum Beispiel ein Bild im Anhang, das ist im JPEG-Format, dann wird es eben auch in diesem JPEG-Format auf der Schicht 6 im OSI-Modell dargestellt. Last but not least, die siebte Schicht, also die direkte Schnittstelle quasi zum Anwender. Da passiert eben auch die Kommunikation zu unserem Anwender. Also man kann sich das vorstellen, wir sitzen vor einem Mail-Programm und schreiben dort unsere Mail und schicken die ab. Das ist also die direkte Schnittstelle zu unserem Anwender. Und die Daten werden eben auch über diese Anwendung bereitgestellt. In diesem Fall mit einer E-Mail kann ich eben Mails abrufen. Wenn Sie sich vorstellen, einen Webbrowser, da rufe ich eben eine Webseite auf und da wird in dem Webbrowser eben dieser Code dieser Webseite entsprechend umgewandelt, sodass ich es auch vernünftig lesen kann, sodass die Webseite so dargestellt wird, wie ich mir das vorstelle.